Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem einfachen Trick Tomaten ganz einfach auf dem Balkon oder bei euch im Garten selber anbauen könnt. Zuerst müsst ihr die Tomaten dazu in Scheiben schneiden. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr einfach einen Topf mit Erde. Und ja, belegt diesen im Prinzip, ja, man kann sich das vorstellen, wie so eine Pizza belegen. Einfach die Tomaten hier ringsherum reinlegen. Ja, und anstatt jetzt Schmelzkäse drauf zu packen, nehmt ihr jetzt etwas lockere Erde und gebt diese hier über die Tomaten rüber. Ja, und das war's auch schon. Jetzt stellt ihr die einfach südlich an ein Fenster in eurer Wohnung, zumindest wenn es noch Frühling ist. Ab Mai könnt ihr das auch draußen machen und dann sollten in 1 bis 2 Wochen die ersten Pflanzen keimen. Ja, und bei mir sind jetzt hier bereits sogar schon nach 4 Tagen die ersten kleinen Tomatenpflanzen ausgetrieben. Ich musste mich praktisch um nichts kümmern. Ich habe das ganze Gefäß hier nur an einem Südfenster gestellt. Versorgt hat sich die Pflanze über die Tomatenscheibe selbst. Ja, das funktioniert also ganz wunderbar. Probiert es doch mal aus. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dieser Pflanze hier weitergeht und auch mit anderen Pflanzen, abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich werde da ab und zu mal einen Status zu posten. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.